Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich ein Tutorial für euch. Aus Beton ist der Gugelhupf. Und hier ein Herz aus Beton. Und einfach zu machen, günstig zu machen. Gerne mit Upcycling-Formen, die du gebraucht kaufen kannst. Das Rezept gibt es dazu. Und die Deko-Sachen findest du dann auch in meinem Kanal dazu. Bepflanzt mit Frühlingsblühen, aber vor allen Dingen verwendbar für das ganze Jahr, auch gerne als Kerzenständer und. So, und jetzt zeige ich, wie es geht. So, jetzt kommen wir zur Grundmischung von unserem Beton. Ich nehme am liebsten so einen alten Eimer. Da waren Schokoküsse drin. Es gibt es auch mit Popcorn und so. Und dann kann man die immer wieder super verwenden. Darin sind jetzt zwei Becher. 500 Gramm habe ich jetzt da jeweils einen Becher, eine Dose. Zwei Dosen Sand. Ich nehme am liebsten Sandkastensand, den Saharasand, den feinen. Erstens mal ist es günstig. Er schmiert nicht so. Er ist nicht rötlich, sondern hell. Ich kann ihn gut transportieren. Den gibt es im Angebot und der ist ganz günstig. Wie gesagt, sehr praktisch. Ist ja schon eingepackt und ich kann ihn so gut transportieren. Ihr könnt aber auch jeden anderen Sand nehmen. Und dazu auch wieder zwei Dosen voll Zement, handelsüblichen Zement. Ganz egal, welche ganz einfachen, billigen. Und dazu mache ich jetzt erst einmal eine halbe Dose Wasser. Jeder Sand bindet anders ab und mischt das gut durch. Ich habe hier einen alten Löffel. Auch vorher vielleicht noch mal Sand und Zement miteinander mischen. Das hatte ich jetzt schon ein bisschen gemacht. So, jetzt mache ich noch eine halbe, also hätte ich schon eine ganze. Aber ich mache das lieber immer nach und nach. Wie gesagt, jeder Sand bindet anders ab, nimmt mehr Wasser an oder auch weniger. Wir brauchen für unseren Gießbeton, sagt schon der Name, einen gießfähigen Beton. Das kommt schon ganz gut hin. Dann muss er so lange rühren oder kneten, auch mit dem Handschuh, bis keine Klümpchen mehr da sind und bis der wirklich richtig schön gießfähig ist, wie so ein Biskuitteig etwa. Also muss wirklich gut laufen. Und jetzt dann nochmal zur Mischung. Bei mir sind jetzt da zwei Dosen Sand, zwei Dosen Zement, eine Dose Wasser darin. Und das sieht wirklich schon sehr gut aus. Das muss noch ein bisschen durchgerührt werden. Ich nehme einen alten Rührlöffel, anderen alten Löffel, den ich immer wieder benutze. Und in diesem Eimer. Wenn es dann angerührt ist, nehme ich gern einen Topf oder einen alten Messbecher mit Zotte. Dann kann ich schön eingießen. Stellen wir einen Moment auf die Seite, aber nicht lang, der bindet sehr, sehr schnell. Geht ist wie so ein Biskuitteig etwa. Also muss wirklich gut laufen. Jetzt dann nochmal zur Mischung. Bei mir sind jetzt da zwei Dosen Sand, zwei Dosen Zement, eine Dose Wasser darin. Und das sieht wirklich schon sehr gut aus. Das muss noch ein bisschen durchgerührt werden. Ich nehme einen alten Rührlöffel, anderen alten Löffel, den ich immer wieder benutze. Und in diesen Eimer. Wenn es dann angerührt ist, nehme ich gern einen Topf oder einen alten Messbecher mit Zotte, dann kann ich schön eingießen. Stellen wir einen Moment auf die Seite, aber nicht lang, der bindet sehr, sehr schnell ab. So, ich habe hier eine wundervolle Silikon-Backform. Ein XXL-Herz, da kann man ganz viel draus machen. Und jetzt zeige ich erstmal die Grundform zum Betonieren. Wichtig, dass es vorher nochmal mit Wasser ausgespült wird. Dann kommt das Wasser raus.
Das macht man auch beim Backen so. Dann brauchen wir eine feste Unterlage, wo wir das draufstellen. Ich habe hier so ein altes Backblech. Das nehme ich auch ganz gern zum Betonieren. Da lege ich aber dann meistens noch aus mit Frischhaltefolie. Und jetzt kommt erstes Rezept vom Beton. Ja. Wir gießen aus oder schöpfen aus. Man kann eine alte Suppenkelle nehmen oder so. Nochmal gut den Beton durchrühren. Je schöner der durchgerührt ist, desto schöner wird er halt. Ja. Das Silikon bewegt sich natürlich, muss man dann ausgleichen. Und deswegen brauchen wir auch die Trägerplatte. Damit es wie nachher im flüssigen Zustand nicht bewegt wird. Erstmal wird es ganz schief und zweitens mal kann es auch dann noch reißen. Ups, 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 da läuft da hinten. So. Das reicht. Und dann jetzt einfach wirklich vorsichtig erstmal stehen lassen, dass das seine Form findet. Und antrocknen lassen. Glattstreichen wäre wichtig, aber dann erstmal wirklich stehen lassen und die Form finden lassen. Antrocknen an einem warmen Ort, das heißt, es darf nicht kälter sein als 16 Grad, das ist wichtig. So, nochmal ein Tipp, wenn ihr eine Silikonform habt und die dauernd hin und her wackelt und nicht in Form bleibt, weil die sehr hoch ist, einfach mal ein Tuch genommen, eine alte Bettwäsche oder so, in Streifen geschnitten, langen, dicken Streifen, also breiten Streifen, und dann drumherum gewickelt und in Form gedrückt. Das hilft ungemein. Am besten was aus Plastik. Das ist jetzt einfach so ein Deckel von der Schüssel, von dem Eimer. So, dann machen wir das ein bisschen nass, weil wir müssen jetzt nochmal Beton ansetzen. Und zwar, wenn es geht, einen ziemlich festen Beton, aber hier innen erstmal nass machen. Dann habe ich mir ein bisschen Beton gemacht. Der ist sehr fest, nochmal durchgedrückt. So, und den setze ich jetzt da rein, dass ich einen Boden kriege. Aber der muss mindestens 2 cm dick sein. Und dann habe ich da eine Vertiefung und kann es als Vase benutzen, als Kerzenständer. Und wenn es auf ist und man möchte es bepflanzen, dann kann man aber auch Kunststoff, also eine Tüte reintun mit einem Loch oder ein Hasendraht einbringen. Das geht auch, da zeige ich aber immer noch Sachen dazu. So, es wird ausgewischt, so ein bisschen im Rand. Und dann lassen wir es trocknen. Nur mal so 3 Tage. Ich bin ja lieber übervorsichtig. In einem Raum mindestens 16 Grad. Und dann ist es auch fertig. So ist es dann ausgewischt. Durch das Tuch hatte ich wirklich eine tolle Standfestigkeit und kann das jetzt rausnehmen und die Form auch ist richtig toll getrocknet. Kann man wiederverwenden. So, und dann holen wir es raus, immer so ein bisschen schön locker hochziehen. Weil jetzt manchmal klebt es doch ein bisschen an und man will ja die Form öfters verwenden. Die Form dann in lauwarmes Wasser, aber ein bisschen spülig geben, einweichen, sauber machen. Ich nehme da ganz gerne eine Bürste dazu, so eine Aufwaschbürste von der Küche. Die nehme ich dann immer wieder. Und dann habe ich so eine tolle Grundform.
das wäre jetzt wirklich für die weitere Deko eine super Grundform, die man dann immer wieder verwenden kann. Die Grundform von dem Harz ist jetzt fertig. Ich habe ja schon gezeigt den Gugelhupf und auch wie man den innen zumacht. Das stelle ich jetzt nochmal ein. Dazu, dann kann man das auch schließen, wenn man das richtig bepflanzen möchte. Man kann es auch offen lassen, dann legt man es einfach auf ein Brett oder so, legt ein bisschen Stoff unten rein und macht dann die Blumenerde rein, wenn man es wirklich bepflanzen möchte. Und das sieht dann so toll aus, da hat man riesen Spaß dran. Ganz einfach, ganz schnell, ganz toll. Wie gesagt, dann kann man so ein Harz, einen Gugelhupf formen, betonieren und bepflanzen oder eine schöne Kerze einstellen. Geht ja jetzt auch super, würde ich nur ein bisschen Sand runter machen, damit man immer, wenn das Wachs verläuft, das rausbekommt. Diese Patina, die man hier sieht, das etwas hellere, ist einfach nur ein Schwämmchen genommen und dann ein bisschen Fassadenfarbe drauf, in Weiß mit einem kleinen bisschen Schwarz, ganz minimal, und dann wieder so ein bisschen angetupft und dann sieht er schon wieder alt aus. Und das ist dann so easy, das zu bepflanzen, wie man das möchte, setzt man dann ein und es fliegt auch nicht weg, weil es ja extrem schwer ist. Und dann hoffe ich sehr, meine Idee hat gefallen, du konntest es gut umsetzen, du hattest viel Spaß daran. Mich würde es freuen, wenn du wieder reinschaust. Noch viel, viel, viel mehr andere Ideen zu diesem Thema, aber auch nähen, backen, kochen, stricken, häkeln, sticken und malen und mit Papier basteln und findest du in meinem Kanal. So, und dann wünsche ich dir, wünsche euch eine wundervolle Zeit, alles Liebe und bis wieder mal. Tschüss!